Und damit ist die Ruhezeit auch schon vorbei. Honig, Harlekinaden, geht es als nächstes zu schaffen. Herzlich willkommen zurück an der Stelle. Und wir sind gespannt, ob wir es diesmal schaffen, ohne zu schneiden und dieses lästige Losen und Abverlieren. Es ist einfach nur grausam. Es ist wirklich nur grausam, ich sag's euch. Wenn man ein Level auf Teufel komm raus einfach nicht bewältigen kann, dann macht man entweder irgendwas falsch oder man hat natürlich keinen Skill. Es könnte natürlich beides möglich sein. Es könnte auf jeden Fall beides möglich sein. So, da ist so wieder so ein blöder Hase, den müssen wir natürlich ausweichen. Aber dieses Honig-Level sieht einfach nur top aus, oder? Das sieht doch richtig schön aus. Na, da hätte es was gegeben, aber das war bloß eine Münze. Von denen haben wir ja mittlerweile mehr als genug. Und auf die Bienen sollte man natürlich hier aufpassen. Denn ein Treffer und das wäre es mit uns gewesen. Aber so weit wird es natürlich hoffentlich nicht kommen. So, kann wir da ran? Ja, aber gerade noch so. Ah, da ist das K. Das K, okay. Jetzt muss ich bloß aufpassen auf das Viech. Ja, okay. Und weiter nach vorne. Perfekt, perfekt. Okay, sehr schön. Ich versuche mich jetzt natürlich umso mehr anzustrengen, weil das im letzten Part hat mir eindeutig gereicht. Also so ablosen möchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Und ich versuche mich natürlich hier sehr, sehr anzustrengen, dass wir dieses Level auf jeden Fall gleich schaffen im First Try. Und beim zweiten, schauen wir mal. Also die Konzentration lässt, denke ich, immer nach dann. Also kommt mir zumindest so vor, als würde sie immer nachlassen. Aber gut, wir schaffen das. Wir schaffen das, komm. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Werden das auf jeden Fall irgendwie hinkriegen, dass wir das meistern. So, wo zum Teufel ist denn dieses verdammte O? Wo ist das O? War das nicht hier irgendwo? Ja, das O sollte jetzt eigentlich bald kommen. Ach, da ist es. Okay. Dazu brauche ich aber jetzt die Bombe, damit der da hinten mal stirbt. Ja, perfekt. So, und perfekt. Alles klar. Das O hätten wir auch in der Tasche. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und ab geht's weiter in den Bienenstock. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein, nein, jetzt kommt wieder die Stelle, wo ich nicht weiß, wie das funktioniert. Wie funktioniert denn das? Wie funktioniert das? Nein! Oh, ich weiß nicht, wie das geht. Wie komme ich denn da irgendwie hoch oder weg oder wie auch immer? Wie mache ich denn das? Ich weiß nicht, was ich da für einen Knopf drücken muss. Bin ich so dämlich? Eigentlich ja nicht. Eigentlich ja nicht. Normalerweise kenne ich mich eigentlich super aus in diesen Leveln, aber das habe ich irgendwie noch nie überrissen. Zumindest wissen wir jetzt, wo die zwei Buchstaben sind. Das heißt, wir müssen eigentlich gar nicht so viel Zeit verschwenden. Das wäre jetzt fast schief gegangen. Oh mein Gott, fast wäre ich runtergefallen. Ich mag nicht runterfliegen und ich mag auch jetzt nicht mehr sterben. Also der Fail war jetzt völlig unnötig. Aber gut, sei es wie es sei. Ist eben so, ich warte jetzt hier kurz ab, bis die zwei Pinguine mal ihren Weg kreuzen und verschwinden. Denn ansonsten komme ich ja gar nicht weiter, sonst wäre ich jetzt gleich tot gewesen. Aber wir hätten das auf jeden Fall geschafft. So, wir holen uns das K und jumpen gleich hier rüber und am besten gleich nochmal rüber. Und somit hätten wir die Passage auch erfolgreich natürlich mal wieder beendet. Okay. Okay. Ich muss das unbedingt lernen, wie das funktioniert. Wie geht denn das? Ich habe irgendwie so das Gefühl, jetzt würde ich das nicht schaffen. Aber ich komme auch nicht hoch, ehrlich gesagt. Ich komme auch nicht auf die Teile drauf. Somit können wir das schon mal nicht. Gut, aber irgendwie muss es funktionieren. Es muss irgendwie funktionieren. So. Wenn ich hochdrücke oder so, passiert gar nichts. Ich gehe jetzt mal lieber in Sicherheit. Kann ich mich irgendwie hochziehen? Ja, vielleicht so. Aber das hebt eben auch nur einen kurzen Moment. Ah, es ist echt schwierig. Es ist schwierig. Ich muss da irgendwie den Draht dazu kriegen. Aber ich weiß nicht wie. Wie komme ich denn da vorbei? Ohne dass ich getroffen werde. Irgendjemand eine Idee? Also ich zumindest nicht. Oder muss ich da schnell weiterspringen? Kann natürlich auch möglich sein. Na, ich weiß es. Ja, ich bin völlig überfragt. Ich bin völlig überfragt. So. Okay. Okay. So, ich lass mal hier los. So, wie komme ich da durch? Es geht auf jeden Fall mal kurz runter. Aber geht auch gleich wieder nach oben. Boah, wie mache ich denn das? Nein! Oh, damn it! Damn it! Nieder mit diesem Level! Nieder mit den Honig-Harlekinaden! Ich mag die nicht mehr sehen! Ich habe die Schnauze gestrichen voll! Wisst ihr das eigentlich? Ja. Ihr könnt euch das denken, gell? Mhm.
Ja, ich denk's mir auch die ganze Zeit. Ich denk's mir auch. Ah, dieses Level ist doch gar nicht so schwer, komm. Ah, da bin ich auch mit Donkey Kong oft gestorben, stimmt. Stimmt, so war das. Ich bin auch mit Donkey Kong da sehr oft gestorben. Hä? Ich bin noch auf seinem Kopf. Der ist mir unter die Füße und hat mich dann getötet? Sehr schlau. Ah, ja, genau, genau, okay, okay. Wie komme ich an der einen Stelle vorbei? Wie komme ich an der einen Stelle vorbei? Das würde mich jetzt echt interessieren. Wie? Ich habe absolut keine Idee. Ich habe absolut keinen Plan. Und ich habe absolut keine Lust, dieses Level weiterzumachen. Aber es muss eben sein. Und da werden wir leider nicht drum rumkommen. So. Nein! Ach, come on, hey! Jetzt reicht's. Es reicht. Mir vergeht langsam die Lust. Wir sind jetzt schon bei 6 Minuten. Und ich spiele dieses Level immer noch. Und ich bin noch kein Stück vorwärts gekommen. Außer zum O. Wow. Da habe ich es ja wirklich extrem weit geschafft, oder? Ja, wenn diese bescheuerten Bienen nicht wären, hey. Hätten die nicht lieber Zinger einprogrammieren können? Das wäre mir persönlich lieber gewesen. Weil die bleiben wenigstens an Ort und Stelle. Und machen einem nicht hier das Leben zur Hölle. Oh mein Gott. So, jetzt stirb. Perfekt. Gut. Ja, die drehen schon wieder eine Ehrenrunde. Okay. Ja, sollten wir echt aufpassen. Sollten wir echt aufpassen. So, gib mir das K. Dank. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, das war knapp. Das war knapp. Ich hätte mich auch nicht mal festgehalten. Also ich habe jetzt gar nicht auf den Knopf gedrückt. Somit wäre ich auch... Hätte ich auch runterfliegen können. Okay. Ja, darauf sollten wir achten. Darauf sollten wir echt extrem achten. Aber wie ich da trotzdem weiterkomme, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche das jetzt einfach nochmal. Und vielleicht schaffen wir es ja dann auch im nächsten Versuch, also beziehungsweise in diesem Versuch. Sollte das natürlich jetzt nicht funktionieren, so wie ich das gern will, dann werde ich das reinschneiden. Weil ich glaube, dann wird es sonst zu lange dauern, bis ich das endlich mal schaffe. Dann hoffen wir mal, dass wir dieses packen werden, oder? Wir hoffen. So, wo ist der Trick? Wo liegt der Trick? Wo? Soll ich mal dagegen hämmern? Ach, dann geht er nach oben. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich es kapiert. So, hoch mit dir. Sehr schön. Perfekt. Ach, dass die da einfach so drumrum fliegen können. Solche Banausen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, wenn mir das mal einer davor gesagt hätte, hätte ich das natürlich so gemacht. Aber nein, mir hat das keiner gesagt und ich habe das nicht gewusst. Deswegen, ja. Okay. Na gut, ich lasse auch immer den einen Knopf da dran, oder? So, komm runter, 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 runter. Perfekt, perfekt. So, jetzt kannst du von mir aus wieder hoch. Ja, 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 danke, danke, danke und tschüss. Okay. Jetzt fehlt nur noch das G. Dann hätten wir das Level geschafft. Ja gut, wenn man selber so dumm ist, dann, ja. Dann ist es wirklich kein Wunder. Dann ist es wirklich kein Wunder. Dann tut es mir echt leid. Aber ich habe da wirklich keinen Plan gehabt, wie das funktioniert. Aber jetzt mittlerweile weiß ich, wie es geht. Okay. Da ist ein Bonusfass. Oder ist es ein Bonusfass? Oder bringt mich das zu dem G? Ich weiß nicht, ich probier's mal aus. Okay. Ja, das bringt mich, glaube ich, zu dem Puzzleteil, oder? Ja, ich glaube schon. Unnötig. Unnötig. Ja, klar, und jetzt bin ich wieder hier. Ja, als ob. Als ob. Okay, dann muss ich da tatsächlich erst hoch. Okay, das hätten wir geschafft. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Und dann nochmal hoch. Wo ist jetzt das G? Wo ist das G? Komm, ich brauch das G. Ich brauch das G. Nein, komm schon. Ach, komm. Wieso? Okay. Dann schneide ich's rein. Dann schneide ich's rein. Also bis gleich. So, das G hätten wir auch. Kong wäre damit komplett. Und da ist endlich das Ziel. Und ich bin echt froh, dass wir es endlich geschafft haben. Es hat jetzt wirklich ewig gedauert, bis ich es endlich hingekriegt habe, alles einzusammeln und zum Ziel zu kommen. Und deswegen bin ich umso froher, dass es endlich geklappt hat. So, dann könnten wir uns wenigstens noch einem zweiten Level widmen. Immerhin. Aber vielleicht sogar noch einem dritten. Je nachdem, wie es läuft. Aber ich sage jetzt nicht, wie es läuft. Nee, den Fehler mache ich jetzt nicht nochmal. Gut, 5-4 Saftladen ist unser nächstes Level auf der Liste.
Saftladen war ein schwieriges Level, oder? Ich glaube schon, ich glaube schon. Oh, was war denn das nochmal? Ah, ist das nicht da? Doch, doch, ich glaube, ich weiß, was das für ein Level ist. Ich glaube, ich weiß es noch in Erinnerung, oder? Ist es das, was ich meine? Hm. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, die Chaoten sind auch wieder dabei, okay. Ja, genau, das ist das schwierige Level. Oh je. Okay. Ja. Genau das habe ich gemeint. Oh nein. Das ist richtig ätzend. Das ist richtig mies. Oh, meine Fresse. Okay. Ja, da müssen wir erstmal klarkommen drauf. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das wird übel. Das wird übel, meine Freunde. Das sage ich euch. Na, ich hätte mir jetzt eigentlich ein bisschen mehr ein leichteres Level gewünscht. Ah. Nein! Wieso renne ich denn da in den rein? Ich bin doch so bescheuert. Ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt ein leichteres Level gewünscht. Aber ich hätte es ja auch jetzt nicht machen müssen. Ich habe das ja jetzt selber entschieden. Und deswegen werden wir das auch jetzt tun. Wir werden das jetzt auch tun, das ist klar. Ansonsten hätte ich es ja gar nicht anfangen müssen. Und auf den nächsten Part will ich es ehrlich gesagt auch nicht verschieben. Ich belasse es lieber bei dem Versuch jetzt. Komm, wir packen das schon. Komm, so schwer ist es nicht. Man muss einfach nur dran glauben, dass das Level nicht so schwer ist. Dann kann auch einem gar nichts passieren. So, der wäre beseitigt, sehr schön. Dann stößen wir uns gleich mal auf den hier drauf. Aber wir müssen aufpassen, unten ist der Hai. Ja. Und die Haie sind natürlich wieder unsere liebsten und besten Freunde. Weil die kosten uns jedes Mal wieder das Leben. Ich weiß zwar nicht wieso, aber wir fliegen irgendwie immer in die Reihen. Und da müssen wir auch jetzt vorsichtig sein. Okay, okay, langsam, langsam. Da bringt selbst der Song von Aquatic Ambience bringt jetzt da nichts mehr, um mich zu beruhigen. Nee, das ist alles einfach nur zum Kotzen und schlimm. Wirklich. Also es wird immer noch schlimmer. Und die nächste Welt, in die wir dann auch mal kommen, die wird auch nicht so leicht. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. Meine Fresse. Oh, das Ende wird, glaube ich, richtig mies nochmal, oder? War das nicht so? Ja, genau, da mussten wir ja noch das G holen. Oh nein. Ob ich das natürlich im First Try schaffe? I don't think so. Also im Second Try ist das ja schon. First Try haben wir ja schon vermasselt. Deswegen ist das der Second Try. Okay. Okay, immer auf Nummer sicher gehen. Immer auf Nummer sicher gehen. So, verschwinde. Ach, ich brauche eine Bombe, oder? Ja. So, perfekt, perfekt. Und bloß durch. Gar nicht lange stehen bleiben. Einfach durchrushen. In der Hoffnung, dass wir dieses Level auf Anhieb jetzt meistern bei diesem Versuch. Ich wäre natürlich überglücklich, wenn das passieren würde. Aber es ist bekanntlicherweise ja nicht einfach. Bekanntlicherweise nicht einfach. Denn ich habe ja schon im ersten Mal, als wir dieses Level gespielt haben, Probleme gehabt, da überhaupt durchzukommen. Irgendwie lebend. Ja, ich habe es, glaube ich, nur geschafft, weil ich mein Kongbau eingesetzt habe und dann, wie heißt's, 8 Herzen hatte. Dadurch habe ich es dann erst geschafft. Aber das wird jetzt leider nicht mehr gehen, denn der Kongbau, den gibt's nicht mehr. Also auf jeden Fall nicht auf den 200%. Okay. Ah, jetzt kommt diese üble Stelle. Oh je, jetzt, ja, ich weiß schon, okay. Oh, hier müssen wir ganz vorsichtig sein. Sowas von vorsichtig, denn da oben ist das N. Aber da kommen wir eben erst von oben. Also von hier kommen wir da erst hin. Okay, jetzt darf ich bloß nichts falsch machen. Bitte. Bitte, Dixie. Komm, überleb, überleb. Tu uns allen den Gefallen und überleb. Ja, bisher eigentlich recht gut. So, schnell nach unten. Und dann bloß wieder Luft holen. Komm, ich brauche Luft. Yes. So, der schwimmt hoch. Okay. Ich muss mich jetzt hier echt konzentrieren. Deswegen werde ich auch jetzt nicht mehr so viel sagen. Dass ich zumindest die Passage hier ohne Probleme meister. Was aber gar nicht so einfach ist, wie man sieht. Vor allem nicht mit einem Herzteil. So, aber wir wären durchgekommen. Okay. Okay, das trifft sich doch mal gut. Dass wir zumindest durchgekommen sind. So. Oh Gott! Der hätte mich fast am Fuß erwischt. Das hätte natürlich gleich wieder als Fail gezählt. Ist ja klar. Denn, auch wenn er mich am Fuß trifft, bin ich getroffen. Und somit, wäre das dann ein Aus gewesen. Ja. Deswegen super gemacht. Alles wunderbar. Und jetzt kommt dann gleich das G. Jetzt kommt das G. Aber zuerst kommt dieser fucking Gegner nochmal. Ich hasse diesen Gegner. Mit seinem blöden Ding. Okay. Wie funktioniert denn das nochmal? Ich glaube, ich muss jetzt darüber. Und dann muss ich mir gleich das G schnappen mit einem Rollsprung.
War das nicht so? Okay, jetzt gehen wir mal hier rüber. Gehen dort rüber. Nein, ich hab's verkackt. Ich hab's verkackt. Ich muss nochmal zurück. Und yes, sir. Und jetzt bitte nicht sterben. Bitte nicht sterben. Ja. 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 Wir haben alle Buchstaben, oder? Ja. So. Bring mich hier raus. Bring mich hier raus. Bitte. Einfach nur raus hier. Einfach nur raus. Okay. Und weg. Einfach nur weg, einfach nur weg. Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Im zweiten Versuch. Komm, sagen wir zweiten Versuch. Aber wir haben es gepackt. Oh, bin ich glücklich. Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Ha. Könnt ihr euch das vorstellen, wie... Oh. Es ist unfassbar. Es ist wirklich unfassbar, dass ich das jetzt noch gepackt habe auf dem zweiten Versuch. Wahnsinnig. Wahnsinniger Kerl. Marmeladen, Promenaden. Machen wir auch noch. Komm, wir machen auch noch. Ein Level gibt es noch als Bonus obendrauf. In der Hoffnung, dass es natürlich auch gleich funktioniert. Das ist eigentlich immer die... Ich gehe immer mit der Einstellung rein. Okay, komm. Ich schaffe das jetzt gleich auf dem First Try. Mit der Einstellung. Ich sage jetzt nicht, dass ich schaffe, aber... Der gute Gedanke zählt eigentlich immer. Es hat immer so geheißen, wo ich früher Kind war, immer der gute Gedanke zählt. Ja, man muss immer positiv denken. Es heißt auch irgendwie heute noch so. Aber ich halte davon, ehrlich gesagt, gar nichts mehr. Also von diesem Positivdenken... Nee. Also heißt ja nicht, dass ich jetzt nur pessimistisch bin irgendwie. Nö, das soll es ja gar nicht heißen, aber... Nee. Also positiv denke ich schon lange nicht mehr. Also nur positiv. Ich denke auch sehr viel negativ, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber es hält sich noch einigermaßen in Grenzen, sagen wir so. Einigermaßen. Aber vielleicht kommt ja die gute Hoffnung mal wieder zurück. Wer weiß. Je nachdem, wie es mit diesem Level hier aussieht. Ah, ich hätte Cranky nehmen sollen, oder? Ja. Ich hätte Cranky Kong nehmen sollen. Verdammt. Wieso habe ich es nicht gemacht? Wieso habe ich es nicht gemacht? Aber die Musik ist geil. Die Musik ist richtig episch. Ah, da kommt ein richtiges Jungle-Feeling auf. So, den Gegner beseitigen wir mal lieber. Denn der macht uns, glaube ich, nur Probleme mit seiner blöden... Mit seinem blöden Teil. Okay. Die können wir doch irgendwie auf den Boden schießen, oder? Ja, genau so. So geht es. Okay. So, dann hochspringen. Perfekt. Okay, jetzt bloß nichts überstürzen. Einfach ganz ruhig, ganz sachte das Level hier durchstreifen. Dann sollte auch gar nichts passieren. Dann sollte nichts passieren. Ah, die kleinen Dinger sind wirklich schnell. Die sind wirklich... Oh Gott, schnell unterwegs. So, weg mit dir. Komm, den nächsten tue ich auch noch weg. Dann stört er mich schon mal nicht. Okay, perfekt. Sehr schön, sehr schön. So, irgendwo das O schon jemand gesehen? Also ich noch nicht. Also noch nicht. Ach, da ist das O. Da ist das O. Okay. Ja. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Einfach von unten, oder? Natürlich sollte ich da warten, bis die... Ja, okay. Okay, wir haben's. Wir haben's. Hoffentlich bleibt es jetzt auch so. Komm, ich habe das jetzt so gut gemeistert bis hier. Komm. Wir wollen jetzt nicht verlieren. Bitte. Bitte. Oh nein. Oh nein. Bam! Gott sei Dank, wir haben es geschafft. Oh, das hätte auch... Oh nein. Och nein. Ja, wir kennen die Stelle. Wir kennen die Stelle. Och. Nein, ich hab's gewusst. Ich hab's mir gedacht, dass es nicht klappt. Ich hab's mir gedacht. Schon als ich mich rausgeschossen habe, habe ich so das Gefühl gehabt, nee. Und schau, wie will da ein Mensch noch positiv denken, wenn sogar so ein billiger Drecksschuss nicht funktioniert? Wie will das funktionieren? Wie? Es geht nicht mehr. Es geht einfach nicht mehr. Ich will auch da gar nicht mehr. Holt mich bitte raus aus diesem Albtraum. Bitte. Einfach mal bei mir klingeln. Und sagen, hey, oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, oh Mann. Ja, man sollte hier... Boah, ich sollte hier echt vorsichtig sein. Ich sollte hier nicht anfangen, hier großartig was zu riskieren. Ja, ist immer leichter gesagt als getan, gell? Fallen bei mir. Also bei mir ist das schon, sehr schlimm. Sehr schlimm. Ich halte mich wirklich nicht an das, was ich sage. Gar nicht. Wenn ich jetzt sage, ich mach's nicht hektisch, genau dann mache ich es eben hektisch. Und das ist ehrlich gesagt eigentlich genau der Fehler, den ich immer habe. Aber ich sollte mir das echt abgewöhnen langsam. Wirklich. Weil ich sehe ja, dass es zu nichts führt eigentlich. Es führt nur zum Tod und super. Wer hat was davon? Niemand. Ich habe nichts davon, weil ich tot bin. Und ihr habt nichts davon, weil ihr das Level noch 10-mal sehen müsst.
So, okay. Hätten wir gleich geholt. Sehr schön, sehr schön. Okay. Bisschen besser rausgekriegt diesmal als das vorige Mal. Okay, okay. So, jetzt kommt dann gleich wieder die eine Stelle. Da muss ich irgendwie schauen, wie ich das besser hinkriege. Da muss es irgendwie einen Trick geben. Okay, das sinkt mal ganz nach unten. Ja, wie mache ich das? Wie mache ich das? So, wann geht's schneller? Ist eigentlich gerade egal. Ja, okay, so ist gut, so ist gut, so ist gut. Okay, okay, okay. Und drüber. Yes! So, jetzt nur noch bitte das N. Ja, danke, 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 danke! Noch das G fehlt und dann hätten wir es. Dann hätten wir es. Weg mit dir. So, aber jetzt geht's erstmal noch unter Wasser, oder? Oh nein. Oh nein. Okay. Wow, 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 wow. Oh, jetzt müssen wir vorsichtig sein. Jetzt müssen wir echt... Oh Gott, ich habe echt Angst. Ich habe Angst. Okay. Da müssen wir auf jeden Fall dann abspringen. Das weiß ich. Oh Gott, rauf da. Oh. Okay, 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 okay. Okay, okay. So, und jetzt runter. Jetzt runter. Sehr schön. Sehr geil, Dixie. Super gemacht. 1A gelöst. So, raus. Komm, du auch noch. Du auch noch. Okay, dann oben ranhängen. Alles klar. Runter, runter, runter. Okay. Ja, soll ich lieber... Ja, ich gehe lieber oben lang. Komm. Ich gehe lieber oben lang. Ich glaube, da unten war nicht das G. Das war dann... Oh nein, schon wieder? Okay, das geht noch. Das geht noch. Aber jetzt hole ich mir erstmal hier ein One-Up. Sehr schön. Wir haben ja nämlich genug... Oh nein, One-Ups verloren. Wie ist denn da der Rhythmus? Okay. Okay, irgendwann gehen sie auseinander. Ja, ich trau mich nicht. Ich trau mich nicht. Jetzt. Okay, perfekt, perfekt. Alles klar. Jetzt fehlt nur noch das G. Nur noch das G und dann hätten wir es gepackt. Alles klar, alles klar. Okay, einfach durch. Sehr schön. Okay, du auch noch runter. Alles klar und weiter. Und auf den drauf. Perfekt. Oh nein, jetzt kommt das G. Och nein. Ah, die Stelle sackt auch. Komme ich da gleich hoch auf den... Auf die Eule? Normal schon. Ja. Ja. Okay, okay, perfekt, perfekt. Und rüber. Und rüber. Und dahin und ab ins Ziel. Geil. Mein Gott, dass das funktioniert hat. Wow, ich bin beeindruckt. Ich bin wirklich, ich bin schon fast sprachlos. Sagen wir, ich bin sprachlos. Das ist einfach nur heftig und obergeil und alles Mögliche zusammen. Ich bin so stolz und glücklich. Und glücklich. Die drei Level waren wirklich Tortur extrem. Also das kann man nicht anders sagen. Aber wir machen im nächsten Part weiter mit Gelee Fatal. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und unbedingt weiter dranbleiben. Ihr wisst Bescheid. Bis dann und ciao.